Moin Leute und willkommen zurück zu Warframe. So, wir sind hier mitten im Halloween. Haben uns auch ein bisschen umgekleidet. Halloween-Kleidung an. Schönes Halloween sind da nah. Unsere Katze ist auch geschmückt. So, aktuell läuft ein Halloween. Wir haben uns jetzt ausgerüstet mit einem Rhino. Der Heck. Ex Zor, was wir uns selber zusammenfassen. Dem Rhino haben wir ein bisschen Gesundheit erhöht, verstärken, weil wir auf zweite und dritte spielen. Also Fähigkeit, die zweite, einmal die Eisenhaut, die wir dann casten, brüllen, dass uns nochmal ein bisschen Schadenserhöhung gibt. So, dazu haben wir ein bisschen Effizienz drin und die Dauer. Dauer ist für die dritte Fähigkeit. Die zweite geht eigentlich, geht nicht eigentlich, sondern nur auf Stärke. Dadurch kriegen wir nochmal so ein extra Rüstung, eine extra Rüstung. Dazu haben wir auch lederne Ansturm. Wir haben jetzt keinen Gewehrschaden genommen, weil wir halt mit der Hex spielen. Vorteil bei stählerner Ansturm ist natürlich, dass wir nochmal plus 2 mehr Kapazität bekommen. Oder sogar 4. 4 sogar. Also plus 4 Kapazität mehr. Ja, sonst haben wir hier dann, wenn wir einen Orokin-Reaktor drin haben, wo hier sonst 74 stehen mit den anderen Aura-Mods. So, gucken wir mal. Was wichtig ist, wir haben jetzt die Kapazität noch frei, das heißt, wir jetzt hier starten dann auch mal mit einem mit mehr Energie. Wenn wir jetzt komplett alle Mods reinpacken und wir auf 0 gehen bei der Modkapazität, dann starten wir auch mit wenig Energie am Anfang. So, hier unser Halloween-Event. Was sollen wir denn hier machen? Erste Mission ist auf der Erde und der Rest ist hier auch auf der Erde. So, bei der ersten bekommen wir einen Orokin-Beschleuniger, beim zweiten einen Former und beim dritten einen Aura-Former. So, hier sollen wir jetzt 5 Minuten überleben. So, das spielen wir jetzt auch mal solo. Gucken, wenn die anderen nachher auch überleben sind, dann werden wir dort, denke ich mal, das öffentlich machen. Öffentlich gucken wir einfach mehr Gegner. Mehr Gegner heißt der Loot. So, hier sind Befreiende. Hol die Laternen. Was ist denn los? Den kann ich nicht töten. Haut der mich? Ja. Ja, okay, ich glaube, die Dinger sollten wir. Hä? Passt mal ein Eisenhaut. You have not earned this gift. Können wir die jetzt irgendwo hinbringen? Laternenlade. Wir machen mal einmal unser Ulti, die können wir nicht. Dazu nutzen wir mal den Energiekopf. Wir müssen hier wirklich typisch töten die ganze Zeit da.
können wir die dann auch töten, können wir die auch, wenn die liegt, okay. Plus 65% Schaden. Unser Ulti wollen wir eigentlich nicht so wirklich nutzen. Aus dem Grund, dass dadurch die Gegner halt teilweise auch mal geslowt werden. Dadurch können wir hier den ganzen kleinen töten. Ja, also wir müssen die Gegner jetzt in dem blauen Umkreis die ganze Zeit töten. Neue Horde. Was heißt das denn? Was heißt eine neue Horde? Laterne zerstört. Das heißt, wir hätten da bleiben können und hätten die getötet, oder wie? Das war jetzt ein bisschen... Ich glaube, das, aber die Shotgun dann war wahrscheinlich nicht ganz so gut, ne? Schnell zu töten. Machen sie einfach nochmal. So, wichtig ist so ein Energiepad, das könnt ihr natürlich im Markt, das kleine, kaufen. Dann bauen. Und euch dann hier in das Rad legen. Ach so, außerhalb von dem Licht sind die unverwundbar. Okay. Sehr lustig. Energy Pad hier. Ne? Das geht 30 Sekunden. Die Frage ist natürlich, ob, wenn er jetzt sagt, wir sollen hier das wechseln, ob wir das auch wirklich wechseln müssen. Ja,
in der Zeit noch mal keinen töten. Ist die Kacke am Dampfen. Ah, treffen muss man da auch noch drin. Den wir kriegen hier keinen Schaden. Müssen wir da jetzt auch wirklich hin? Das ganze Drag-Zeug. Die Biene ist am Boden. Warum macht sie denn sowas? Der kleine Biene. Stampfe raus. Kriegen wir sie denn schnell aufgehoben? Jetzt müssen wir gleich aufpassen. Unsere Eisenhaut, die schwimmt. Oh, ich glaube, das war ziemlich knapp. So, desto höher die Energiekurve hier ist. Desto weiter ist auch die Entfernung, um die anzugreifen. Gesundheit, haben wir hier wirklich Gesundheit verloren? Das war halt schon. Wie weit ist denn das Ziel weg? Wenn das jetzt abläuft, haben wir dann auch verloren. Wenn das so ist, ist das halt so eine Scheiße. Das war knapp. Haben wir bekommen ein Punkt. Credits. Okay. Okay. Und dann rückt man jetzt hier unseren Reaktor raus. Pop, pop. Operator, messages have arrived. Aha. Deine heutigen Taten sind weit über deine Pflichten hinausgegangen, Tenno. Das von dir Gezeigte wird deine Kameraden inspirieren. So. Dann können wir jetzt mal gucken, was denn die zweite Mission dann da auf sich hat. Das ist Überlebe 7 Minuten. Okay. Das machen wir dann aber beim nächsten Mal. Also, Spitze, bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.